Freunde gepflegter Fußball-Action, endlich mal wieder live auf meinem Kanal mit PES 2017. Tatsächlich einige von euch haben sich hier auf Twitch oder auf YouTube erkundigt, hey, kommen denn mal neue Episoden, was ist denn da los mit PES 2017 und dir? Das MyClub-Tagebuch ist, das kann ich soweit vorwegnehmen, ist beendet. Ja, woran liegt das? Stammzuschauer wissen ja, dass ich immer wieder ohne Passunterstützung gespielt habe. Und da wurde die Gegnersuche Stück für Stück für Stück mühsamer und hat dann irgendwann gar keinen Gegner mehr gebracht. Das Ganze endete sehr, sehr versöhnlich, nämlich in Division 1. Also das Ziel, was ich mir ganz zu Beginn gesteckt habe, wurde erfüllt. Geiler Scheiß. Bei 2016 wurde es mir noch verwehrt mit genau einem Spiel. Und jetzt bei 2017 habe ich es geschafft. Okay, voll cool. Aber jetzt ist es nach drei Streams, die angefangen haben, aber keinen Gegner mit sich gebracht haben, also dann im Endeffekt nie zu einem MyClub-Tagebucheintrag wurden, habe ich mir gedacht, boah, keinen Bock mehr. So, da so ein bisschen gefrustet, paar Tage, paar Wochen, glaube ich sogar. Pause mit PES, aber wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt bei Online-Divisions ein bisschen angegriffen, bin in Division 5 mittlerweile und würde jetzt sagen, hey, greif mal wieder an. Wie gesagt, einige von euch haben nachgefragt, finde ich ziemlich cool. Und freut mich, dass ihr euch da so ein bisschen oder mir da so ein bisschen Aufmerksamkeit habt zukommen lassen. Deswegen würde ich sagen, wir beginnen jetzt einen neuen Abschnitt in PES 2017 Streaming und Tagebuch und so weiter und machen das jetzt in Online-Divisions. So, für den heutigen Abend habe ich mir überlegt, zum Einstieg gönnen wir uns mal eigentlich viel zu stark für meinen Geschmack, weil ihr ja wisst, ne, umso stärker die Mannschaft, umso niedriger die Punkte, die man einsammeln kann. Oh, ich wollte mit dem BVB eigentlich beginnen, aber die haben Form E. Nicht so schön. Dann fangen wir mal mit was anderem an. Was ist denn noch cool? Ach, ja, das ist bitter. Ich wollte den BVB nehmen und damit beginnen. Wie ihr wisst, kann man PES ja patchen. Dann nehmen wir den FC Liverpool. Die sind auch cool. Jürgen Klopp ist cool. Alle mit Originalgesicht und so. Spielen also den heutigen Stream mit dem FC Liverpool. Und dann gucken wir einfach mal, was die nächsten Episoden so bringen. Also, wer hier in irgendeiner Weise Interesse daran hat, bitte kommentiert, bitte lasst ein Abo da, Daumen hoch und so weiter. Und beim Kommentieren äußert doch gerne die Mannschaft, die ihr vielleicht mal in einer dieser Episoden sehen möchtet. Spiele ich auch sehr gerne mit, also abseits der Streams spiele ich öfter mit so Mannschaften, die 600 oder mehr Punkte bringen. In letzter Zeit oft gespielt mit Rayo Vallecano aus der spanischen zweiten Liga. Das ist dann immer noch guter Fußball oder zumindest kann das guter Fußball werden, bringt aber auch genug Punkte, um schneller im Ranking hochzuflutschen. Von daher, wenn ihr da irgendwelche Tipps habt oder irgendwelche Wünsche, solange es nicht der FC Barcelona ist, der ja gar keine Punkte bringt und todlangweilig ist, spiele ich auch gerne solche Mannschaften. Ne? Also an dieser Stelle, schön, dass ihr dabei seid. Die Leute, die auf YouTube gucken, öffnet gerne unten die Infobox. Da mache ich dann immer eine klare Zeitangabe, wann welches Spiel kam. Und dann müsst ihr nicht wie ich jetzt einen Gegner suchen und warten und wie die Leute, die in Twitch jetzt gerade live dabei sind, auch mitwarten. In diesem Sinne, ne, unten aufklicken. Wer in Twitch jetzt gerade live dabei ist, herzlichen Dank, dass ihr da seid. Freut mich außerordentlich. Geiler Scheiß, endlich wieder PES, freue mich drauf. Und das ist jetzt schon wieder zu lange der Wartezeit. Passhilfe 0. Immer so eine Krux. Immer so eine Krux mit PES, leider. Scheinen da nicht so viele unterwegs zu sein. Jetzt fängt das in Online-Divisions auch schon an. Also das habe ich dann quasi eine Stunde lang in MyClub, bis ich einen Gegner finde. Oder vielleicht auch am Ende des Tages gar keinen Gegner finde. Super frustrierend und nervt. So, und jetzt sagen wir im Internet noch allen Leuten Bescheid. Um den einen oder anderen in den Stream zu bekommen, damit sich auch hier keiner beschwert. Hey! Hast gespielt, aber hast nicht Bescheid gesagt. So soll es ja auch nicht sein. Ja. Letztens nochmal in die ein oder andere MyClub-Tagebuch-Episode reingeguckt. Ja, ich muss gestehen, das war schon geil. Ja, also wenn man so die ein oder andere Highlight-Episode mit irgendwie 8 Spielen in 3 Stunden guckt, da ging einiges. Aber mittlerweile, wie gesagt, ist es ein bisschen eingeschlafen. Passhilfe 0 ist auf jeden Fall ein Hinkefuß. Das war bei 2016 schon so, bei 2015 habe ich so noch nicht gespielt, aber ja, ist ein bisschen schade, dass man da nicht klickt, Gegner findet und loslegt. Wie jetzt hier gerade auch. Also in Online-Divisions ist es nicht ganz so heftig. Das sollte eigentlich jetzt jeden Moment klappen, aber es ist auch jetzt schon wieder nervig. Sollte eigentlich nicht sein, bei einem so grandiosen Sporttitel wie eben PES 2017 einer ist. Da sollte man.
Sollte man noch genug Leute online haben, auch vor allen Dingen um diese Zeit. Ja, ist ja nicht so morgens um 11 oder so. Meine Herren, ey, fängt das schon wieder an. Bin ich auch mal gespannt, ja, ob ich den einen oder anderen oder das ein oder andere bekannte Gesicht, den bekannten Nickname hier im Stream später wiedersehe. Dürfte sich der ein oder andere vielleicht wundern, hey, das streamt ja wieder PES nach, ich glaube, boah, Monaten der Pause, Monaten, mindestens ein paar Wochen. Ah, sagen wir es doch. Wann der? Okay, 622 Punkte ist nicht verkehrt, der kann einen geraden Ball spielen. Nicht schlecht. So, jetzt sind wir nah dran, Freunde, auf dem Rasen zu sein. Okay, er spielt mit ZSKA Moskau, also auch keine überpowerte Mannschaft, also ein Duell auf Augenhöhe. Ich würde fast sagen, das ist so hier Euroleague Deluxe. So, mit welchem, ja, wir spielen schön im klassischen Rot gegen die Moskowita in Schwarz. Das passt. So, und dann lade ich mir meine Lieblingsaufstellung 4-4-2, 4-3-3. Taktik ist dann auch schon mit eingestellt. Hier könnt ihr mal sehen, was ich spiele. Ne, die Außenverteidiger sollen schön mit nach vorne gehen. Drücken dann die Außenstürmer nach innen, um flanken zu können. Da Centering Targets, genau. Wir haben immer einen vorne rumstehen, der auf Konter lauert. Und wir haben natürlich Gegenpressing. Das passt zu Jürgen Klopp, passt aber auch irgendwie zu mir. So, Coutinho auf AM, das passt. Gucken wir erstmal, ob auf der Tribüne jemand Starkes sitzt. Nein, das passt. Karius vor Mignolet, okay, klappt auch. Milner auf Linksverteidiger ist nicht so cool. Ja, da kann er hier spielen. Stark. Nee, Alberto Moreno. Zack, so, rechts außen. Wen haben wir denn da in der Verlosung? Storage. Wobei ich Storage eher da oben. Was ist der? Kann da? Mané. Mané kann alles spielen. Ah, Mané kann hier spielen. Hallo. So. Und Emre Can natürlich nicht. Lallana links außen. Klappt. Keilstürmer Storage, klappt. Roberto Firmino nicht auf dem Feld, das tut eher weh. Jetzt gucken wir mal, wen wir hier noch einstellen können. Henderson ist eher ein ZM, Wijnaldum auch. Haben wir denn einen richtigen ZM-Verbrecher? Ja, da ist Lukas Leiva mit Pfeil nach unten, spielt nicht. Komm, da spielt der Milner das heute. Auf jeden Fall zum Absichern des Mittelfeldes brauche ich einen ZDM. So, okay. Dann lassen wir den Roberto Firmino erstmal draußen. Der könnte hier auch als hängende Spitze spielen, aber lassen wir das System erstmal so, wie es ist. Oh, Sakko kann ich noch einbringen. Hier für Lovren. Der ist langsam und genauso wie ich beim Aufstellen, Mann. Scheibenkleister. Naja, okay. Passiert. Sagen wir nochmal auf Twitter Bescheid. Folgt gerne auch auf Twitter, wenn ihr das jetzt auf YouTube seht oder auf Twitch. Auf Twitter bin ich auch sehr aktiv. Freue mich da über jeden Follow. Kurz hier Hallo sagen, Scheiße. Jetzt sind wir live. Auf geht's. Okay. Euroleague Viertelfinale, Freunde. Live dabei. Jawohl, mit Lallana hier direkt mal tief gehen. Oh, Moreno, das riecht nach der ersten freien Flanke. Jawohl, abgeblockt. Oh, Szene noch heiß. Nein, kommt nicht zum Torabschluss. Befreiungsschlag. Oh, das ist die erste Lücke. Aber keine Gefahr. Traoré. Kommt nicht gefährlich in den Ball. Oh. Sollte eigentlich durchgehen, ja. Wie gesagt, der Typ hat über 600 Ratingpunkte. Der kann also so verkehrt nicht sein. Flanke geblockt. Keine Gefahr. Ah, der Rasen überraschend gut hier in Moskau für die Jahreszeit. Oh, spielen doch schneller. Und jetzt kann mal der D-Zug abgehen. Oh, wenn es schnell geht, 3 auf 3. Ja, da muss aber sehr schnell gehen. Ja, Moreno geht mit. Oh, schwacher Ball. Da war mehr drin. Aber schön gepresst. Nimm ihn doch, nimm ihn doch. Och, och.
Schwach verteidigt. Verteidigt, sage ich schon. Schwach verarbeitet. Oh, der ist sehr gut. Oh, Traoré! Karius! Ich habe den ehrlich gesagt nicht rausgeholt. Macht's da unnötig spannend. Erste Großchance für die Gastgeber aus der russischen Hauptstadt. Gut gepresst. Nathaniel Klein. Oh, einfach mal abziehen. Einfach mal abziehen. Philippe Coutinho. In echt ja leider schwer verletzt. Ja. Langer Hafer die Linie entlang. Moreno erstmal da. So, und eine Sache ist mir aufgefallen. Wenn ich einen auserkehre zum Kontern, hier, also das hier, genau. Nee, gar nicht. Doch, Counter-Tag, genau. Das wird immer quasi trotz Reinladen gelöscht, weil. Genau, man muss immer einen Spieler aussuchen und der wird nicht übernommen. Leider wird die Position nicht übernommen. Das wird der Spieler übernommen. Also muss ich das vor jedem Spiel für mich jetzt wieder reinladen. Wieder was gelernt. Daniel Sturridge ist also jetzt mein Konterguy. Passt zu sorglos. Oh, schön geregelt von Moreno. Nein, der ist schlecht. Oh, doch nicht. Noch. Ja, schön zugestellt. Da wird es da direkt mal unangenehm. Jetzt, wenn es schnell geht, sogar Überzahl. Oh, Kummerball. Oh, da war mehr drin. Ne. Bisher können wir uns nichts erspielen. Keine Torchance, keine Gefahr. Oh, Mané, da ist die erste Lücke. Mané wird immer noch. Ist immer noch heiß, Mané. Oh. Lalana, du Wurst. Oh, Klein gegen Eremenko. Läuft er ab. Alles gut. So, langer Hafer. Genau zwischen die Verteidiger. Sturridge kann sich nicht durchsetzen. Ja, genau. Da darf ich nicht pressen. Da darf ich nicht pressen. Nächste Großchance für die Gastgeber. Sieht alles semi-gut aus gerade, was ich da veranstalte. Ah, schön zugestellt. Muss da kurz grübeln, wen soll ich anspielen. Und dann zu unsauber. Gut gepresst. Zweimal von Milner. Ah, da ist die Lücke. Gut, dass der Pass unsauber kommt. Ach. Und dann zu hastig, keine Gefahr. Ja, ich suche noch so ein bisschen nach dem Schlüssel zum Spiel. Mittelfeld ist sehr dicht besetzt. Meine Pässe kommen schlecht, da kann natürlich auch keine Gefahr entstehen. Nächste Lücke auf links. Jetzt müssen wir schnell gehen. Jetzt muss es mal schnell gehen. Oh Mann, ey, ist das frustig. Na, gut antizipiert. Mané. Wieder unsauber. Wieder unsauber. Jetzt fehlen sie hinten. Na, die Flanke will er bringen. Und das war's. Halbzeit. Glückliches 0:0. Gibt's kein Drumrumreden.
Da muss mehr kommen. Vor allen Dingen präziser muss das in die Lücken gehen. Aber das Schöne ist an einer überbewerteten Mannschaft wie dem FC Liverpool, da ist noch genug Potenzial auf der Bank, um mal zu wechseln. Wenngleich ich jetzt hier in Bestbesetzung spiele. So, Klein mal in die Mitte ziehen. Ja, findet keine nennenswerte Anspruch. Oh, Henderson mit Gruselball. Oh, gefährlich. Ja, schöner Diagonalball ins Nichts. Komm, 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 komm. Jawohl, wichtig. Mané, der ist doch dribbelstark. Nimmt Klein mit. Oh, schönes Zusammenspiel. Freie Flanke kommt. Ja, so ein Coutinho setzt sich da natürlich eher nicht durch im Luftkampf. Komm, 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 komm. Ach Gott. Ja, auch zu ungenau. Jawohl. Ich weiß das noch zu toppen mit der Ungenauigkeit. Aber jetzt vielleicht mal. Platz auf links. Ja, ja, nein. Schön geblockt. Wenn er nicht diese zwei dicken Großchancen gehabt hätte, würde ich sagen, beide Mannschaften verteidigen zu gut gerade. Bei mir aber war es dann durchaus mit einigermaßen Glück zugegangen. Oh, Klein. Schön, Mané. Jetzt mal mit der Hacke. Coutinho, jetzt geht's mal schnell. Jawohl. Und Mund. Ja, was macht der denn da? Bleibt er so hampelig stehen? Oh, da muss die Grätsche ausgepackt werden. Diagonalball führt zu nichts. Er öffnet aber die Seite. Moreno schaltet direkt wieder. Sucht da einen Abnehmer im Zentrum. Findet ihn aber nicht. Jetzt vielleicht mal. Oh. Wenn Sturridge da den Fuß dazwischen bekommt, dann wäre da was gewesen. Wo sind wir? 60. Minute. Schön das Feld geöffnet. Matip. Sucht Klein. Der sucht Mané. Jetzt kommt die Flanke mal. Kann sich wieder keiner durchsetzen. Kann sich auch Milner nicht behaupten. Konter läuft. Na Leute, könnt ihr euch mal entscheiden? Könnt ihr euch mal entscheiden? Völlig übermotiviert da gegrätscht. Wichtig, wichtig. Jawohl, jetzt vielleicht mal. Lalana. Sucht Storage, findet aber nur den Gegenspieler. Ja. Milner Kunstschuss. Wow, schön gelauert da. Schön gelauert von Storage. Ich glaube, meine gefährlichste Szene aus sehr viel Zufall entstanden. Egal. So, und jetzt können wir mal was machen. So, also, Mané raus. Schalten ihn auf hängende Spitze. Und da kommt jetzt Firmino. Ja, haben wir da schon mal gut gewechselt. Können wir auf der Position irgendwas Gutes machen. Coutinho ist nämlich müde. Boah, da geht maximal Wijnaldum. Komm, dann kommt der mal. Dann habe ich noch irgendwas Gutes für Lallana. Nicht wirklich. Vielleicht im Zentrum noch irgendwas tun. Henderson. Oh, ich habe jetzt... Henderson habe ich auf ZDM. Wenn ich den auf ZM schalte, habe ich dann eine bessere Option. Nicht wirklich. Okay, schalten wir den Jordan Henderson nur einen Ticken offensiver. Schauen wir mal, was bei rumkommt. Knapp 20 Minuten noch zu gehen. Auf den Elferpunkt. Kopfballduell nicht gewonnen. Keine Gefahr für
ZSK Moskau. Ja, passt ins Nichts. Langer Schlag. Oh mein Gott, ey. Den muss man doch an den Mann bringen, so einen Ball. Langer Diagonalschlag, der kommt sogar an. Jetzt bloß nicht ausspielen lassen. Oh, Ballkontrolle aus der Hölle. Oh, Sturridge vielleicht mal durchsetzen. Ah, langer Diagonalball bringt nur Unruhe rein. Jetzt vielleicht mal. Ne. Immer alles zu ungenau, um da mal Druck aufzubauen. Und das ist die Riesenchance. Die dritte. Langsam muss ich mich bei Loris Karius bedanken, dass es hier noch 0-0 steht. Keine gute Vorstellung von mir, aber so gar nicht. Und Karius wieder dazwischen. Oh, jetzt wird's eng. Da wird's eng. Oh. Schauen wir mal, war das wirklich abseits? Ja. Klare Sache. Aus so einer Geschichte kann ja alles passieren. Abpraller aller Eishockey. Oh, wieder ungenau. Wie viel Risiko ist Moskau noch gewillt zu gehen? Och nein! Oh, das ist eigentlich ein sicherer Ballgewinn, von dem man dann ausschalten kann. Oh, Wijnaldum, gut aufgepasst. Jetzt mal, komm, auf geht's. Mal Storage schicken, mal so ein bisschen in die Lücke. Storage Flanke geblockt. Oh. Komm, jetzt dreckig nach einer Standard vielleicht. 90. Minute! Erste gute Szene. Erste nennenswerte Szene vom FC Liverpool. Oh, jetzt wird es nochmal gefährlich. Ja, genau diese Dinger, die liebe ich. Oh, blödes Gestolper. War vielleicht letzter Angriff jetzt. Lässt er den noch laufen? Ja, dafür muss ich den Kopfball mal holen. Nein, es bleibt beim glücklichen 0-0. Für den FC Liverpool. Schönen guten Abend, Dio. Schön, dass du dich in den Stream verirrt hast. Du hast nicht viel verpasst. Gruseliges Spiel. Ja. Das war das FC Liverpools nicht wert, muss ich ehrlich sagen. Muss ich ehrlich sagen, ja. Ja. Aber dieser Livestream steht unter dem Stern des FC Liverpool. Also was, Pech gehabt. Muss ich jetzt weiter mitarbeiten. Und wenn mir die Truppe am Ende nicht zusagt, ja, dann ist es Pech. Wir suchen den nächsten Gegner. Ich hoffe, das geht deutlich schneller, als es die letzten Male bei MyClub ging. Ja, es geht schneller. Matsugoro, der hat nochmal mehr Punkte als der Kollege eben. Da muss auf jeden Fall eine Leistungssteigerung her. Mit welchem Team spielt der Kollege? Mit dem FC Bari. Ich glaube, das ist zweite italienische Liga. Ja, der will viele Punkte sammeln. Wir spielen 1899 Hoffenheim als Homeground. Ne, ich glaube nicht. Wir haben ja Anfield reingepatcht. Ja. Zack. Richtig authentisch. So, mit welchem Trikot spielst du? Weiß gegen Rot. Rot gegen Rot. Ne. So ist schön. Und wir gehen wieder rein, wir laden wieder unser gruseliges 4-3-3. Ja. Line-up. Sturridge wieder rein. Mané auf rechts außen. Lallana links. Und kann er da gar nicht spielen mit Pfeil nach unten? Nein. Ne, alte Regel, Pfeil nach unten darf nicht spielen. Ich weiß ja nicht, ob ihr da auch so tolle Regeln habt wie ich, aber man muss sich ja auch an irgendwas orientieren können. Ne?
Wen habe ich denn eben? Milner habe ich da eben spielen lassen. Genau, Milner ist ja kein LV, also LB, kein Leftback, kein Linksverteidiger. Dafür ist Milner da. Milner kann hier hin. Und Milner spielt das jetzt offensiver. Ja, genau, 83. Den habe ich eben viel zu defensiv eingesetzt. Henderson muss dafür hinten. Wobei. Ja, komm, Henderson. Ja, Henderson bleibt, wo er ist. So. Das ist eigentlich die Aufstellung von eben, ne? Genau. Alle sind guter Dinge. Ach, ich wollte den Lovren ja noch rausnehmen, weil er mir zu langsam ist für Sakko. Sakko ist, ja, unten seht ihr das vielleicht hier, ne? Unten in dem da, ne? Mit dem Kreis da, ne? Was, ne? Das Rote ist Sakko. Sakko ist schneller, nehme ich. Okay, ansonsten tolle Truppe. Roberto Firmino wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eingewechselt. Jay Gomez kann raus, dafür kommt hier noch ein Rechtsverteidiger auf die Bank. Völlig irre. Ah, das wollten wir noch machen. Die Instructions noch machen. Counter-Target, genau, das wird. Storage, der ist schnell, der steht eh nur vorne rum. Und dann können wir rein. Bin ich jetzt aber mal gespannt, was einer mit 760 Punkten nochmal einen Tick mehr als ich. Auf jeden Fall, wie schon angesagt, Leistungssteigerung muss her. Erstes Heimspiel des Abends. Anfield erwartet Leistung. Oh, Storage. Erste Lücke auf Außen. Oh, wieder unsauber. Egal, langer Hafer. Oh, Storage gewinnt den Zweikampf. War das sauber? Egal. Erste Chance. Erste Chance für den LFC. Coutinho natürlich wieder für die Standards zuständig. Auf den Elfmeterpunkt. Boah. Grätsche ins Nichts. Befreiungsschlag. Konterversuch, was auch immer. Ebenso ins Nichts. Also der scheint mit auf 4-3-3 irgendwie nicht so ganz vorbereitet zu sein. Flügel sind immer recht unbesetzt. Ah, schöner diagonaler Ball. Das lässt sich doch schon besser an. Jawohl, wieder Lücke auf den Außen. Moreno bricht durch. Freie Flanke. Zu weit. Nächster Versuch. Kein Abnehmer. Oh. Ui. Ja, das wird ein Foul oder eine gelbe Karte. Zumindest in der. Oh. Bei der nächsten Unterbrechung wird das eine gelbe Karte geben, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, immer schön auf die zweiten Bälle gehen. Genau wie der Kollege eben. Oh, kein Risiko, weg das Ding. So, da lauert Sturridge, wie eingestellt. Da ist doch die Lücke. Spiel doch durch. Ach. Muss abbrechen. Aber Mané ist da. Mané bleibt hängen. Ah, nächster Anlauf. Jawohl. Oh, Torwart versucht sich. Schafft's. Kommt rechtzeitig an den Ball. Oh, Sakko, den gewinnst du wohl. Jawohl. Oh, der war gefährlich. Der war gefährlich. Und faul. Nee, doch nicht. Und wieder diagonaler Hafer. Da stehen sie immer offen. Immer offen. Das könnte der Schlüssel sein für weitere gute Offensivszenen. Jetzt aber aufpassen. Der blockt die Flanke. Oh.
Der FC Liverpool ist in der Bringschuld hier nach dem mühsamen, glücklichen 0-0 gegen Moskau. Ja, Ecke kommt nicht ungefährlich auf den Elfmeterpunkt. Wow. Sakko ist am Mann dran. Keine Gefahr. Abstoß Karius. 20 virtuelle Minuten sind rum. Ach, schwach. Nächster Tritt. Und jetzt gibt's Gelb. Völlig zurecht. Milner kriegt sie. Kommt da eindeutig zu spät. Und Brinza. Nie gehört. Tritt ihn. Nicht ungefährlich. Der 20er. Versuch mal den Abschluss mal ein bisschen zu kontrollieren. Ja, hat mit Umwegen geklappt. Ja, Klein bleibt hängen. Oh, immer wieder diese zweiten Nachstocherer. Ja, wird wuselig. Schuss geblockt. Ja, der Gesang zieht durch Anfield. Fans merken. Oh, das kann man eigentlich mit gestrecktem Bein pfeifen. Oh, und es ist Sakko. Wieso ist denn der Sakko der Mann, der den Konter fährt? Oh, wie bitter. Ich dachte, das wäre der Mané und der kann weglaufen. Egal, weiter geht's. Ganz offen wieder auf dem Flügel. Moreno wird mitgenommen. Läuft sich fest, der Spanier. Ja, und jetzt ist auf einmal alles offen in die andere Richtung. Kriegen wir den noch ganz gelöst? Nein, aber besser als die Flanke zuzulassen. Och, Sakko, ey. Ja gut. Vielleicht sollten wir das anrennen lassen. Und mehr auf Ruhe setzen. Oh, Abseitsfalle. Klappt so gar nicht. Wieder krummer Ball. So, jetzt vielleicht mal. Schöner Ball. Und ich renne in den Verteidiger. Da habe ich nochmal Glück jetzt hier. Coutinho. Oh, der war wichtig. Das war gar nicht Coutinho. Den haben wir jetzt hier. Coutinho. Schön nochmal durchgesteckt. Auf Moreno. Uiuiuiui. Ja, Grätsche wird jetzt doch gepfiffen. Wird jetzt doch gepfiffen. Na, was sagt er? Will Geschichten erzählen. Mamadou Sakho. Ja. Hat er sich spät fürs Foul entschieden? Er schied sich da. Schöne Idee. Kommt nochmal frei zum Schuss. Ja, sieht auf jeden Fall ein bisschen besser aus als das Gegrütze eben. Aber ganz ehrlich, das ist aber noch weit weg von einer guten Leistung. Ja, da muss auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Gier in der zweiten Halbzeit ran.
So, auf geht's, zweite Halbzeit. Ja, nächste. Oh, das war, glaube ich, Milner. Der hat schon gelb. Gibt das gleich nachträglich gelb-rot. Jetzt wird es spannend. Schiedsrichter lässt es laufen. Da müssen wir jetzt mal reagieren. Oh Mann, ey. Gegen so eine kleine Grütztruppe hier. Nur am Treten. Nur am Treten. Wer kommt in Frage? Coutinho. Und dann holen wir den Roberto Firmino rein. Jawohl, jetzt wird das Ganze deutlich offensiver. Es wird deutlich offensiver jetzt, was der FC Liverpool auf das Feld bringt. Ja, ein Lock da immer raus. Jawohl, das haben wir mittlerweile begriffen. Flanke viel zu lang. Oh, Sturridge. Blockt da seinen Gegenspieler von hinten schön weg. Nimmt Lallana mit. Nimmt Lallana mit. Und das war's schon wieder mit dem Konter. Ne, Bari macht das gut. Steht immer im Weg. Und was war das? Flanke ins Nichts. Oh, oh, jetzt will er es aber wissen. Jetzt will er es aber wissen. Hat das sich selbst unangenehm gemacht. So, mal der Flankenwechsel. So, schönes Ding auf Mané. Mané wird geblockt. Ah. Flanke kommt, wieder auf den Elfmeter, boom! Da ist der neue Mann, Roberto Firmino, der Ex-Hoffenheimer. Ja, können wir wegdrücken. So dramatisch war es nicht. Ja, Sakko gewinnt den Kopfball da zweimal. Da ist die Lücke für Sturridge. Und Nathaniel Klein übertreibt es da auf dem Flügel. Zu offensiv. Oh, die Flanke kriegt er nämlich nicht mehr verhindert. Ja. Großchance für die italienischen Gäste. Ich glaube, da musste Felipe Coutinho bis ganz nach hinten eilen und dann im Defensiv-Zweikampf ein wenig überfordert gegen den bulligen 28er. Oh, jetzt aber mal ein bisschen Platz auf dem Flügel. Moreno bricht durch. Moreno, Flanke zu nah ans Gehäuse. Kein Problem für den Torwart zum Abfangen. Oh, Sakko souverän. Jetzt vielleicht mal über den Flügel Druck machen. Nein, zu ungenau. Oh, jetzt geht's mal schnell. Jordan Henderson lauert da auf Lallana, der gestartet war. Oh, der war schlecht, schlecht. Der tut weh. Ah, Klein steht gut im Weg. Oh, oh, jetzt wird es ein bisschen unsauber, aber Firmino war gestartet. Torwart spielt mit. Mikai ist das. Ganz ehrlich, die Namen höre ich alle zum ersten Mal. Den AS Bari habe ich, glaube ich, zum allerersten Mal als Gegner. Oh, Coutinho schön antizipiert. Jetzt kann es schnell gehen. Lallana, da ist Platz auf dem Flügel. Oh, will treten. Schön, Coutinho, Felipe Coutinho geblockt. Und den Rücklagenkopfball von Sturridge, natürlich keine Gefahr. Aber so langsam merkt man, dass da Räume kommen. Nicht ungewöhnlich für PES 2017, so 70., 75. Da werden die Beine schwerer. Und vielleicht ist das jetzt... Oh... Oh, Henderson kann sich nicht durchsetzen. Und Sakko rechtfertigt seine Einwechslung. Oh, nein, wieder zu unsauber. War wieder mehr drin. Zack, wieder Kopfball gewonnen.
der Franzose. Schöner Hackentrick. Och nein. Hallo, mitspielen, Mané. Mané ist auch müde, muss ich wechseln. Oh, mogelt sich da nochmal durch. Klein bricht durch, jawohl. Da kommt die Franke hinters Tor wieder. Meine Herren. Ah. Nee. Am Ende ist es alles zu ungenau, muss man ganz klar sagen. Hier Mané, Fall nach unten. Wer kann da noch hin? Origi. Wir können jetzt auch versuchen, hier auf hängende Spitze zu gehen. Da kann der Firmino wieder besser spielen. Haben wir dann einen besseren? Ja, nehmen wir Vinaldo wieder auf hängende Spitze. Oder ist der hier besser aufgehoben? 77, 83, 79. Ja, es nimmt sich alles nicht viel. Eine Auswechslung habe ich noch. Wen können wir da bringen? Nathaniel Klein. Das bringt mir nichts. Das bringt mir nichts. Ja, komm, Henderson raus. Lukas Leiva noch bringen. Aber das ist für die Offensive jetzt wenig. Ja. Geht da noch was? Wer hat mehr Körner? Ja, ist Bari oder der FC Liverpool? Man weiß es nicht. Oh, Vinaldum schön. Coutinho. Oh, lässt den ersten stehen. Coutinho! Beste Szene. Ja, drückt der Kollege schnell weg, die Wiederholung. Aber das sah ganz ordentlich aus. Ecke kommt. Eben auch von Coutinho geschlagen. Wieder ein Elfmeterpunkt. Kein Drama hier. Konter läuft, ja, Konter läuft. Klein, 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 klein. Der ist wichtig, Junge, der ist wichtig, Junge. Stark. Und leitet sogar noch den Konter ein. Storage verstolpert's wieder. No, oh, Sacco, Monachello, der ist schneller. Bringt den Pass aber nicht an den Mann. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Stark, wenigstens den Ball noch geholt. Ja, Vinaldum steht da gut im Weg. Vinaldum. Ja, nochmal letzter hektischer Befreiungsschlag. Die Minuten verrinnen. Die Minuten verrinnen. Die Minuten verrinnen. Karius ist da und das war's. Wieder ein 0:0. Wieder enttäuschend, was der FC Liverpool hier auf den Rasen gezaubert hat. Keine Pfiffe, natürlich nicht. Treues Publikum hier in Anfield. Treues Publikum. Ja, wieder leichtes Übergewicht, aber mit der besseren Mannschaft kann man das eigentlich auch erwarten. Ja. Ja, neben dem FC Liverpool komme ich noch nicht so klar, muss ich ganz, ganz deutlich so sagen. Ja, liest sich jetzt ein bisschen besser an, aber okay. Ein Spiel haben wir noch für den Abend. Nochmal an dieser Stelle, wer jetzt erst dazugekommen ist, kommentiert gerne Mannschaften, die ihr im nächsten Livestream mal sehen wollt. Ich wollte, wie anfänglich mal erwähnt, eigentlich mit dem Ballverein Borussia Dortmund diesen neuen Abschnitt der PES 2017 Serie, Livestream-Serie beginnen. Die sind leider aber schlecht in Form gerade mit E. Ja, das ist das zweitschlechteste, was geht. Und da habe ich mir gedacht, komm, Liverpool ist auch ganz sportlich, aber das läuft halt, wie gesagt, noch nicht so ganz. Läuft noch nicht. Also, gucken wir mal, welcher Gegner jetzt kommt.
So, und wir haben es, oder ihr habt es natürlich gesehen, es ist das Rückspiel gegen den AS Bari, diesmal in Bari. Ändert nichts an der Favoritenstellung für mich bei der Truppe, keine Frage. So, kann Lallana kann nicht spielen, so, dann lassen wir den heute mal draußen. Also so überzeugt hat ja bisher noch keiner aus der Truppe, müssen wir mal ganz klar so sagen. Also wie immer auf links draußen Moreno. Lovren raus für den supergeilen Sakko. Die haben auf jeden Fall überzeugt. Wer kann denn. Okay, Coutinho bleibt da. Hier spielt jetzt Milner, wie immer. Roberto Firmino jetzt mal auf rechts draußen. Lallana spielt nicht, wie gesagt. Dann machen wir mal hier Second Striker. Das könnten jetzt mal. Genau. Auf den Außen mit hängenden Spitzen. Vielleicht tut mir das gut, mal eine andere Bewegung oben drin zu haben. So, die sind wie gehabt. Ansonsten keiner mit Pfeil nach oben, der vielleicht irgendwie besser geeignet wäre. Da. Ja, wisst ihr was? Jordan Henderson einfach mal weg. Dann kommt der Lucas Leira. Captain wird Sakko von mir aus. So, dann kommt noch die taktische Ausrichtung hier. Kontern soll. Wobei ich könnte mal. Das Deutsch steht ja eh vorne rum. Machen wir mal auf Mané. Gucken, ob ich dann so zwei habe, die da vorne lauern. Vielleicht tut mir das gut, wie gesagt. Wenn nicht, dann nicht. Ist das alles aufregend. Jetzt muss er, komm. 2-0-0 zum Einstand. Sollte es doch jetzt wenigstens mal ein Türchen geben. Estadio de Escorpia zu Bari. Der FC Liverpool ist zu Gast, selbstredend ausverkauft. Ja. Versuchen wir das Ganze jetzt mal etwas ruhiger anzugehen. Oh, so ein schwacher Pass bei so einer Freilos-Szene. Ja. Und jetzt mal schnell machen das Spiel. Langer Hafer auf Sturridge. Wenn den einer behauptet, dann der Engländer. Kommt er aber nicht zum Zuge. Ja, erste Halbchance für die Italiener. Nach dem nicht unverdienten 0-0 von Enfield, sicher mit breiter Brust hier. Erste Kopfballchance. Immer gefährlich, wenn der Ball durch den Fünfer tropft. Oh, Freunde. Und jetzt mal abgehen da. Auch Firmino schaltet nicht. Aber gut gepresst vom Brasilianer. Nimmt Coutinho mit, der nimmt umständlich Mané mit und das Ding ist trotzdem drin. Schön gearbeitet oben von Firmino und dann geht es mit zwei mehr oder weniger genauen Pässen in die Abschlussposition. 1-0, frühes 1-0 für den FC Liverpool. Und es war Firmino, der zum ersten Mal an diesem Abend von Beginn an spielen darf. Der Erkältung Lallanas geschuldet. Kurbelt weiter an. Langer Hafer auf Sturridge. Milner. Geblockt. Coutinho. Abgefälscht. Glanztat. Sturridge. Szene noch nicht vorbei. Jetzt vorbei. Gute Szene. Gut kommen sie rein ins Spiel, die Engländer. Gut. Endlich. Endlich Leistung. Milner. Schläfrig da. Oh, Boateng, die Flanke kommt. Zu ungenau. Oh, nächste Flanke segelt da an den Elfmeterpunkt. Sakko ist am Gegenspieler dran. Keine Gefahr. Es gibt Ecke, habe ich anders gesehen. Auf den ganz langen Pfosten.
Ah, Mané steht da vorne, da sieht man schon, die taktische Einstellung hilft. Kontermöglichkeit, Firmino ist durch, Firmino ist durch. Roberto Firmino legt uneigennützig rüber. Früher Konter, frühes 2 zu 0 für den FCL. Das klingt nicht richtig, den LFC, den Liverpool Football Club. Wunderbar, jetzt können wir abfeiern, Freunde, 2-0. Hat sich einiges an Frust aufgestaut nach den 2-0-0s. Oh, der kommt an, Mané, nächste Chance, Mané, lupft den, oh, was ist das denn? Schwacher Lob. Aber gut. Haben wir noch ein paar Minütchen Zeit, das 3-0 zu machen. Nächste Lücke, Mané bedient. Nächste Lobchance. Wenigstens ein bisschen gefährlicher als der erste. Ganz, ganz starke Anfangsphase vom LFC. Halbe Stunde rum, 2-0, könnte auch schon 4-0 stehen. Bari kommt nicht klar. Wieder die Lücke auf draußen. Wieder Mané. Nimmt Sturridge mit, der wieder Mané. Sturridge auf Mané. Jetzt wollte er das aber zu schön machen. Er will das zu schön machen. Boah, jetzt geht's viel zu schnell für die Italiener. Hin und her und Torchance. Wie eben im ersten Spiel schon mal erwähnt, also irgendwie mit den Flügelstürmern, da ist keine Zuordnung. Ah, Lucas Leira, schön rumgekurvt. Gut. Gut behauptet. Ah. Nein, da war wieder eine Riesenlücke auf dem Flügel. Unsauberer Ball. Unsauberer Ball. Karius. Jawohl, erstmal Ruhe reinbringen, Freunde. Alles im Griff. Oh, was ist denn hier? Was zuckelt die Steuerung denn jetzt? Hm, ja, genau. Ja, immer Füße dazwischen. Sehr gut. So muss es gehen. Milner gewinnt den Ball, eröffnet, ist zum Doppelpass sofort wieder anspielbar. Firmino, Sturridge, Mané, willst du schön machen. Jetzt spielt der AS Bari schon alles oder nichts da hinten. Und wenn wir uns jetzt einbilden, es ist ein Europapokal-Rückspiel, dann ist das auch völlig zu Recht so, denn jetzt brauchen sie 3 Tore, die Italiener, müssen das Spiel gewinnen. Oh, schöner Ball. Nein. Nein, jetzt ist es so unkonzentriert hier. Beim entscheidenden Konter. Ich sag mal, bei 3-0 ist der Drops gelutscht. Aber den müssen wir noch setzen. Da hilft's nix. Ah, wieder wichtiger Kopfball von Sturridge. Oh. Firmino, jawohl, nimmt Klein mit. Ja, und der lässt sich nicht fallen, der ist zu ehrlich, der ist kein Timo Werner. Und dann gibt es keinen Elfmeter, sondern Abstoß. Ja, guckt euch das mal an. Bis auf die Schüsse ist das doch ausgeglichen. Bis auf die Schüsse ist das doch ausgeglichen. So, jetzt wollen wir nicht ausrasten. Milner, ZDM, bisschen defensiver. Coutinho auch ein bisschen defensiver. Keine Räume mehr. Im Mittelfeld hergeben und das Ding nach Hause spielen jetzt. FC Bari. Ich sag die ganze Zeit AS Bari. Heißt das mittlerweile auch? Haben die sich auch irgendwie neu gründen müssen oder was? AS Bari. Gibt's die echt nicht mehr? Tatsache. FC Bari 1908. Der FC Bari ist ein italienischer Sportverein. La 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 la. Wikipedia weiß wieder alles. Ne, wo steht das? Der AS Bari schloss la 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 und spielte Serie A. Der Verein meldete Insolvenz an. Guck mal einer an. Da lernen wir heute nochmal was hier im Stream, Freunde. Ja, okay. Wurde umbenannt. Ah, jetzt beleidigt mich der Kollege.
Über private Nachrichten wird mir wahrscheinlich erzählen, dass ich automatisierten Schuss habe. Damit hat er vollkommen recht. Ist mir auch scheißegal. Wir feiern einfach weiter ab. Wir feiern einfach weiter ab. Wir feiern weiter ab. Storage verteilt das Ding schön. Ja, Klein hat viel Platz. Klein hat viel. Na, unsauber. Ah, gut nachgepresst von Mané. Hab ich auch nicht hingedrückt. Immer dieses leichte Anpassen von Pässen, wenn sie unter Druck geschehen. Braucht kein Mensch. Oh, Mané, schick Storage. Und da will er treten. Ja, ja, Spiel hat er abgeschenkt, der Kollege. Braucht man nicht zeigen. Ruppige Szenen. Dann wird der Stream. Oh, nur gelb. Ja, hat aber Glück gehabt. Oh, Klein. Mag keine Faxen. Lücke wird gesucht. Leira geht. Lücke ist da. Sieht man nicht. Oh. Hauchdünn. Hauchdünn. Oh, 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 wichtig, dass Philippe Coutinho da im Weg steht. Ui, ja, der AS Bari. Ich bleib dabei, das ist der AS Bari für mich. Hat sich hier noch nicht gänzlich aufgegeben. Gute Chance nach der Ecke. Oh nein. Gut nach hinten gearbeitet. Der war wichtig. Verklickt, egal. Storage ist da. Den Zweikampf gewinnt er leider nicht. Ja, schön im Weg stehen. Und Klein verarscht seinen Gegenspieler. Wunderbar. Einwurf für den LFC. Und schwach. Ja, Joel Matip moniert da keine Anspielstation gehabt zu haben. Jawohl, wichtig. Sakko, zweikampfstark und robust. Und Matip mit langem Hafer. Das könnte aber sofort wieder gefährlich werden. Lukas Leira macht heute auch ein Riesenspiel. Macht genau das, was Henderson da die ersten zwei Spiele nicht gemacht hat. Löcher stopfen. Und das kompromisslos. Spiel plätschert jetzt so ein bisschen vor sich hin. Bari kann und beziehungsweise will, aber kann nicht so ganz. Liverpool kommt dann nicht mehr so ganz zum Zuge, was Konter angeht. Schusschance! Schöne Szene! Glanzer von Karius, der sich da zurecht feiert. Anschlusstreffer hier in der 70. und dann wird es nochmal ein heißer Ritt. Im feurigen Italien. Ja, kommt leider nicht an. Ah, Bari glaubt nochmal dran. So viel ist sicher. So, jetzt kommt er durch. Nein, kommt er nicht. Habe ich auch wieder nicht hingerückt. Der sollte einfach nur klatschen lassen. Oh, Firmino. Jetzt ist ganz viel Platz da oben. Jawohl, Mané. Och,
er immer so seinen Torwart anzudeuten, rauszuholen, andeutet. Ja. Können sie reklamieren, wie sie wollen. Lukas Lager wird da von hinten geschubst. Kommt ins Straucheln. Vollkommen zurecht Freistoß. Matip knüppelt das Ding nach vorne. Oh. Mané ist der arrogant. Hat er sich verdient. Für jede Beleidigung im PSN ein ekliges Lupfertor. 3-0, Drops gelutscht, Freunde. Drittes Spiel, erster Sieg hier im Stream. Willkommen im neuen Tagebuch der Online Divisions. Nochmal an dieser Stelle der Aufruf an euch, wenn ihr Mannschaften sehen wollt, im nächsten Video kommentiert es hier drunter. Sagt es mir auf Twitter. Naja, jetzt wird getreten. Unschöne Szenen spielen sich ja ab. Aber der Frust sitzt tief. Der AS Bari schnupperte an der Sensation, hier den FC Liverpool aus der Euroleague zu werfen. Ja, jetzt nochmal schöne Passstaffetten, die zu nichts führen. Außer zu einem langen Befreiungsschlag auf Storage. Abseits, Schiri. Nee, pfeift er nicht. Flanke kommt an 16er Eck. Nochmal schön. Nochmal schön. Aber Karius freut sich über solche Dinge. Wow, ganz hässliche Szene. Aber keiner regt sich auf. Was soll ich mich aufregen? Zack. Auch Lukas Leira steht mittlerweile direkt und super wieder. Oh, Nachspielzeit angezeigt. Wo sind wir? 4 Minuten. Warum auch immer. Viele Tore gefallen. Vielleicht deswegen. Ja. Die mitgereisten englischen Fans feiern am Ende doch souverän weitergekommen. Nochmal steil auf Storage. Der ist am Ende seiner Kräfte. Und das war's, Freunde. Abpfiff. Aufgrund der super ersten Halbzeit, denke ich, ein aber sowas von verdienter 3-0 Auswärtserfolg hier in Bari. Beim FC, ja, nicht beim Eis. Und damit kann man den Stream, glaube ich, auch ruhigen Gewissens, reinen Gewissens beenden. Beim nächsten Mal sollte das gerne vom ersten Spiel an etwas geschmeidiger laufen. Aber an dieser Stelle danke für alle die es so weit geschafft haben im Video. Lasst gerne ein Abo da, lasst gerne einen Daumen da. Jetzt beleidigt er mich nochmal in den PS, in den privaten Nachrichten. Aber hey, kein Kommentar zu sowas. Danke, dass ihr dabei wart. Bleibt mir gewogen. Und ja, bis zum nächsten Video, würde ich sagen. Ciao, ciao.